Hier stehe ich jetzt an einem Wohnmobil, was ungefähr von einer zweiwöchigen Tour zurückgekommen ist. Und ihr kennt das wahrscheinlich alle. Ihr habt immer wieder irgendwelche kleinen Flecken in dem Polster oder auch im Teppichbereich. Hier ganz gut zu erkennen, schon der Eintrittsteppich, wo man ins Wohnmobil reingeht, hat jede Menge Verschmutzung. Und genau die werden wir gleich mit unserem Polsterreiniger Velvet beseitigen. Um gleich einen besseren Vergleich zu haben zwischen der Vorher- und Nachher-Fläche, decke ich jetzt die eine Seite der Trittstufe mit dem Putzlappen ab und sprühe auf der anderen Seite unseren Polsterreiniger Velvet auf und zeige euch, wie einfach mit Velvet der Teppich zu reinigen ist. Jetzt gönnen wir unserem Polsterreiniger Velvet einfach ein bisschen Einwirkzeit und dann werde ich die Fläche mit dem Mikrofasertuch reinigen. Jetzt nehme ich das Tuch weg und dann haben wir einen schönen Vergleich von vorher zur frisch gereinigten Seite. Vorher, nachher, so einfach und schnell kann man mit Velvet Polster und Teppich reinigen.